Wir haben schon in der Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund im Bereich des DOSB-Wissensnetz sehr gute Erfahrungen gesammelt und sehen dort einen großen Nutzen im Bereich der Bildung, aber auch im Austausch der übergreifenden Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Menschen. Und deswegen haben wir die Chance ergriffen, das Wissensnetz auch bei uns als eigenes Wissensnetz einzuführen. Also die größten Vorteile sind tatsächlich diese dialogische Kommunikation. Man muss nicht warten, bis eine Information versendet wird, sondern wenn ein Thema entsteht, wird das zur Verfügung gestellt. Man greift das auf, verlängert es. Mal hat einer schon Informationen oder ein Wissensnugget, das er direkt einspielt. Es ist mehr Dialog geworden und ich glaube auch eine sehr viel engere Vernetzung und auch besserer Kontakt über die Organisation hinweg. Die Frage implizierte schon, das Wichtige ist eigentlich, dass man für jede Community ein Community-Management aufbaut und natürlich auch für die übergreifende Community, das Wissensnetz, dass das gut gemanagt ist. Da haben wir eine Person, die das als Community-Managerin macht und wir haben versucht natürlich auch in jeder Gruppe eben Community-Managerin auf den Weg zu bringen und die auch zu qualifizieren und zu begleiten, denn nur so kommt eine Community wirklich ins Leben.